Er sagt zu mir Schlampe, er läuft den nackt rum, verfolgt mich mit einem Knüppel und sagt zu mir Schlampe. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben und da war so ein Kerl und der ganze Boden war blutverschmiert und ist nicht besonders freundlich. Warte mal, schwebt der da? Okay. Der Stuhl kann sich teleportieren. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts, um zu schieben. Come on. Komm, du bist ein stronger man, der hier den Schrank verschiebt. Ich will da ehrlich gesagt nicht lang. Was, wenn er aufsteht und uns angreift? Ach, das sind wir. Ah. Oder? Sind wir das wirklich? Ja, falsche Klappe. Blödes Licht, wie geht's dir? Okay, er bemerkt uns wahrscheinlich noch nicht mal. Puh. Wir gehen mal durch die Tür in der letzten Folge sind wir ja relativ durchgewascht. Geht's hier irgendwo lang oder ist hier eine. Ah, hier ist aber eine Tür. Ach, hier war auch so ein komischer Raum drin. Oh, eine neue Notiz, die wir haben. Ah, Batterie aus. In der letzten Folge haben wir sehr viel ausgegeben. Zu viel. Oh. Das wollte ich gar nicht. J. Escape, Notizen. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert. Mit Methode. Was? Also, an der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Au. Die Folter wird von jemandem angeleitet, er gibt Anweisungen. Oh. Ich will diesen Typen, der die Anweisungen gibt, eigentlich gar nicht begegnen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich schätze, früher oder später werden wir ihm begegnen. Überall diese Ich will da ehrlich gesagt noch nicht lang gehen. Ich werde erst hier. Ach. Ich habe Glück gehabt und zwar ist hier der Schrank vor. Aha, er kommt hier nicht durch. Schlecht. Eine Batterie irgendwo, aber eine Kamera. Nimm doch die Kamera mit, Mann. Dass du. Erschreckt es dich nicht, was hier so passiert? Ich würde hier nicht auf dem Boden liegen bleiben. Wenn du willst, kannst du mit mir kommen. Und wir bekämpfen die bösen Männer, die uns was anhaben wollen. Specki mit Speck ist auch uns auch hinterher. Naja. Kann man wohl nicht zum. Oh, hier geht's nicht lang, oder? Nein? Oh, Gott sei Dank. Weil da gerade halt die Tür und so war. Ihr wisst schon, was ich meine. Da kamen wir her, da war der Typ drin. Ne? Ich will da ehrlich gesagt nicht lang gehen, aber ich schätze mal, wir müssen hier lang gehen. Nein? Oh. Nice one. Dass da nicht lang geht. Wobei, vielleicht ging es da wirklich lang und ich habe nur was übersehen. Ja, geh doch rein. Dankeschön. Ich kann es mir vorstellen, wo es lang geht. Genau da, wo die Typen versucht haben einzubrechen und wir müssen den Schrank jetzt bestimmt an die Seite schieben. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, da lang zu gehen. Müssen wir wirklich? Bitte komm mit, dann boxen wir die und dann können die uns gar nichts anhaben. Kleiner? Großer? Okay. Ich glaube, wir wären uns sowieso keine große Hilfe gewesen. Mann, ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang, aber wir werden jetzt singen, um uns die schlimme Zeit vorherzubringen. Oh, diese Atmosphäre ist wirklich gut von dem Spiel. Ne, ich will ja nicht lang. Wenn ich ehrlich bin, will ich da nicht lang. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliehen soll, falls hier was passiert. Okay. Okay, dann geht's da hinten lang, tatsächlich. Die haben mir die Tür anscheinend abgeschlossen und ich darf nicht zu lange rennen. Ich weiß nicht, ob wir unendlich Ausdauer haben.
Aber ich glaube nicht, dass wir dies haben. Was ist das hier drinnen? Was ist das denn, Alter? Diese kranken Schweine. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet dort auf mich. Die Frage ist jetzt, wer ist Wernicke? Oh, wir haben schon lange keine Batterie mehr gefunden. Seine Beine wurden abgenagt. Ich will eigentlich gar nicht wissen, wer das ihr dies getan hat, aber... Naja, wir gucken uns einfach mal die Notizen durch. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Was ist das für ein Deutsch? Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Also das hätte ich dir auch ohne Experimente zeigen können. Batterien irgendwo. Ich habe ja den Tipp von Altshare damals bekommen. Was ist sie damals? So ein paar Videos, dass sie immer auf den Boden gucken soll. Um ein paar Batterien zu finden. Uns fehlen wirklich viele Batterien und diese ganzen Fliegen hier drin. Ach, da kann man hoch. Darf nicht schlafen. Oh, eine Batterie. Ja, geil. Dieser Moment, wenn man sich über eine Batterie mehr freut als über eine Konsole. Warte mal. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht rein. Okay. Dann müssen wir tatsächlich hier oben lang. Hä? Klar kann er hier hoch. Was denn? Achso, hier. Damit er sich... Ich sag da zu dieser Logik besser nichts. Ach, das bin ich. Ich denke mal, mir läuft irgendwas hinterher, oder? Weiß ich nicht, aber... Das bin ich ganz allein. Ich kenne die Musik! Na, schieb! Schieb doch! Schieb! Schieb! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Schieb! Schieb! Wallrider! Nein, nichts Wallrider! Thomas will weg! Oh, Junge! Scheiße! Lauf doch! Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich verstecken kann. Hier drin bestimmt, hier drin. Nee. Das ist nur ein Katze-Maus-Spiel, was? Du kannst mich überhaupt... Das ist unlogisch. Das ist hier Outlast, Mann. Hier ist nichts logisch. Guck dir mal die Patienten an. Ich will nicht sterben. Ich will das hier nicht normal durchmachen. Das war Nobody knows, du hast mich getötet. Das war überhaupt nicht nett. Aber wir wissen, dass drei Typen uns verfolgen. Und ich habe irgendwo mal gelesen als Tipp, dass man die Türen immer hinterher zumachen soll. Wir wissen jetzt, was zu tun ist. Schrank schneller schieben. Mach auf! Weil die dann irgendwie länger brauchen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir können auch den Schrank hier schieben, ne? Das machen wir. So. Im Normalfall dürften die nicht reinkommen, oder? Ups. Kurz die Nase mal... schneuzen. Genau, in meine Hand. Player Get On. Total hygienisch.
Ich glaube, hier geht's lang. Hopp! Rüber! Was ist das hier für ein Raum? Ekelhaft! Als wenn die hier rein können, Mann! Ich hätte die Schranktür zumachen sollen, oder? Geht's noch? Natürlich! Der ist nackt! Der ist nackt! Nackter Mann verfolgt uns, Mann! Immer Film, immer Film. Ich habe echt keine Ahnung, wohin ich fliehen soll. Wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt wieder der Typ. Oh, als wenn die so schnell sind. Das verstehe ich nicht. Die ziehen uns nicht. Kann nicht sein, dass sie uns die ganze Zeit verfolgen. Lauf, lauf! Lauf! Oh, Sackgasse, Sackgasse. Mann! Ich habe echt keine Ahnung, wo ich da hinlaufen soll. Ah, Mann, 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 Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe jetzt ein paar mehr Wege gesehen, aber... Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schnell, 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 schnell. Ich habe gesehen, dass wir mehr Zeit haben, wenn wir die Türen zumachen. Das war echt ein richtig geiler Tipp, den ich irgendwo gelesen habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Komm. War hier nicht irgendwo ein Schrank zum Verstecken? Nein? Komm, komm. Theoretisch gesehen könnten die hier nicht rein, wenn ich den Schrank davor stelle. Wie denn? Das müssten dann ja Magier sein, theoretisch gesehen. Ich glaube, jetzt bin ich erstmal in Sicherheit. Ah, man kann hier oben nicht rein, ne? Nein, kann man tatsächlich nicht. Wir warten jetzt erstmal. Das kann ja nicht ewig dauern, oder? Beruhig dich, beruhig dich. Da die Schranktür hier steht, können die nicht rein. Und wenn die das schaffen, dann ist das Spiel für mich unlogisch. Aber nun gut. Es ist Outlast, hier ist alles möglich. Alter, wie lange diese Musik einfach nur da ist, ne? Okay, ich glaube, wir können ja nicht lange warten. Ah, ich hoffe, die erwarten uns da jetzt nicht. Das wäre schrecklich. Wie oft ich jetzt abgekratzt bin, das... Ja, fickt euch doch. Nee, nicht hello. Weg da! Mann! Da oben geht's lang. Hopp, hopp. Up. Okay, ich habe doch gesehen, wie es weitergeht. Wallrider. Ihr seid schlecht. Lauf weiter, ich weiß nicht, ob die uns da verfolgen. Ja, das tun die wirklich noch. Da! Hey! Er sagt zu mir Schlampe, er läuft den nackt rum, verfolgt mich mit einem Knüppel und sagt zu mir Schlampe. Okay. Das sagt einiges über das Spiel aus. Okay, beruhig dich wieder. Beruhig dich wieder. Beruhig dich. Wir haben jetzt einiges wieder geschafft. Es kann doch nicht sein, dass sie uns die ganze Zeit verfolgen. Da oben! Da oben! Hopp! Hopp! Ich wette, wir müssen so weiterlaufen, was? Hopp! Tür zu! Geh rein, Mann! Geh rein! Mach zu! Oh, wer auch immer das ist, das ist... Oh, hi, du siehst zwar nicht nett aus, aber... Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? Naja. His witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch?
Ja, du siehst auch nicht besonders schöner aus als die anderen. Jetzt beleidige ich ja noch als fett. Ja, wir leben nicht in einer Psychiatrie, wo es kein Essen gibt außer Menschen. Also ich lebe wahrscheinlich in einem verwöhnten Haus und krieg da gut Essen und muss keine Menschen essen und... Okay. Ausgang. Ja, ich will... Oh, du Sucker! Ey, das ist... Oh nee, weißt du? Das macht er extra. Das ist nicht nett. Na los. Nee, ich will... Lass mich raus, das ist der Ausgang, das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang, Leute, der Ausgang. Der Ausgang, und was macht er? Er sperrt uns hier ein. Oh nein, da war der Ausgang. Und sie sind nicht besonders... Oh, der hat auch nur eine Schürze an und ist von hinten nackt. Eieieiei. Sie sollten sich mal für die Fingernägel schneiden, sind etwas lang. Ich will... Können wir nochmal nach unten fahren? Wäre ganz lieb von Ihnen. Wenn wir dies tun könnten. Wo fahren Sie mich denn hin? Gibt's da was zu essen? Töte mich. Nein. Bruder, wir können hier zusammen raus. Wir müssen den nur da boxen. Sie haben die Zunge sowieso nicht benutzt. Das heißt, er hat die Zunge von ihm abgeschnitten und damit die Briefmarken. Also danke fürs Kommen. Wir beginnen gleich mit der Behandlung. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. Mir ist aufgefallen, wir können uns nicht ein. Ja, sie können ein bisschen filmen. Aber können Sie sich bitte eine Hose anziehen? Das wäre ganz lieb von Ihnen. Doktor. Wenn Sie ein Doktor sind. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but nein. Was haben Sie vor? Nein, pfui. Nein. Okay, gut, so dass du es wegpackst. Was machst du da? Murder is the simplest form, but what happens when all the money? Ich brauche die noch fürs Film. Oh Gott sei Dank. Was soll denn da aus dem Pissoir, Mann? Was hat er? Ist das eine Schere? Das ist eine Schere, oder? Nein! Komm, befrei dich, Mann. Mit der Maus, okay, mit der Maus. Aua, wir haben jetzt... Wie viele Finger haben wir verloren? Okay, versuch dich auf den Main zu halten. Lecker. Sag mal, was hast du denn das letzte Mal gegessen? Das war ganz schön viel. Also bevor ich in eine Psychiatrie gehe, ohne Erlaubnis, dann esse ich nicht so viel. Im Normalfall. Und, but first, let's take us filming. Wie viel haben wir im heutigen Part schon erreicht? Nicht so viel, würde ich sagen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Oh. Hier drin ist es doch schon ein bisschen bequemer als da. Ameisen, okay. Sie konnten es nicht kontrollieren.
kannst es auch nicht. Niemand. Er wird dich finden. Ja, wer denn? Der Wallrider? Trigger. Ich würde sagen, damit werden wir den heutigen Part beenden. Wir werden das nächste Mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt euer Thomas. Bye, bye.